befinde mich hier in Kleinstädteldorf in der Gemeinde Hollerbrunn und werde mir jetzt die Gaststätte von der Familie Berger anschauen. Ich habe heute auf meinem Küchenplan eine Kornspitzsuppe für euch bereitet und brauche dazu einen Zwiebel, hell angeröstet, Kornspitze eingeweicht, ausgedrückt, mit dem Zwiebel dazu geröstet, mit Bouillon aufgegossen. Würzen tue ich es mit Kümmel, Salz, Pfeffer, Muskat. Lass das Ganze verkochen, bis man von dem Brot von dem Kornspitz nichts mehr sieht, dann legiere ich mit ganzen Eiern, versprudelten Eiern. Und somit ist die Suppe fertig. So, diese Kornspitz sind jetzt eingeweicht, ausgedrückt und tue ich jetzt zerkleinern. So, inzwischen schneidet man Zwiebel. Ja, Petra, möchtest du mir helfen? Ja, gerne. Du kannst mir inzwischen die Äpfel aushöhlen. Ja. Und zwar so. Was kommt denn dann da rein? Ein Topfen, eine Topfenfülle, Topfensoufflé, wenn es fertig ist dann. Das kommt dann ins Rohr, wird gebacken. Und was kommt dann da dazwischen? Kommt dann noch eine Soße? Nichts, nein, das bleibt so. Ich mache dann den Teig an. Circa 20-25 Minuten braucht der Apfel mit dem Soufflé auf ca. 180 Grad. Das ist ja ganz super gegessen. Ich gebe jetzt den Puddingpulver dazu und hebe den Schnee darunter. Super, haben wir das hingebracht. Ja, auf Kartoffelkruste mit Kräutersauce. Zuerst bereiten wir die Kräutersauce, dann nehmen wir Obers und Bouillon. So, wir nehmen ein Zanderfilet. Das Ganze tun wir salzen, pfeffern,
und mit Zitrone säuern. Auf beiden Seiten Pfefferspasern, wenden, auf der Rückseite noch einmal. So. Dann teilen wir uns den Fisch in drei Stücke. Legen ihn auf die Hauptseite. Rohe Kartoffeln werden gerieben. Am besten ist eine mehlige Kartoffel. Und die rohe Kartoffel wird jetzt sparsam auf den Fisch gedrückt. Natürlich nur auf eine Seite. Dann, das Fett ist schon heiß, nehmen wir das Fischfilet und legen es mit der Kartoffelseite ins Fett. So. Jetzt die Soße. Das ist schön sämig.